Seit seiner Gründung 1963 leistet das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik wichtige Beiträge zur Erforschung des Weltraums und zur physikalischen Grundlagenforschung auf der Erde und im Weltraum, wie zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation ISS. Die in der astrophysikalischen Forschung durchgeführten optischen, Infrarot-, Röntgen- und Gammastrahlenmessungen von weit entfernten Objekten im Weltraum erfordern Messinstrumente, die extremen Anforderungen genügen müssen. Daher entwickelt das MPE die Instrumente, zum Beispiel leistungsstarke Teleskope und Detektoren, unter Einsatz modernster Technologie in eigenen Werkstätten. Unsere Forschungsgruppen arbeiten eng mit den verschiedenen technischen und konstruktiven Fachbereichen zusammen, sodass alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind. Das MPE hat seinen Sitz im Forschungszentrum Garching bei München. Weitere wichtige Bereiche unseres Instituts sind das in München-Neuperlach angesiedelte Halbleiterlabor und die Röntgentestanlage Panther in Neuried bei München. Ein wichtiger Forschungsbereich des MPE ist die Infrarotastronomie. Weite Bereiche des Weltalls enthalten riesige Wolken aus Staub, die sichtbares Licht verschlucken, aber Infrarotstrahlen weitgehend passieren lassen. Die superschweren schwarzen Löcher im Zentrum der Galaxien sind häufig dahinter verborgen und lassen sich daher gut im Infraroten studieren. Nur ein bestimmter, sehr enger Infrarotbereich lässt sich durch Teleskope in hochgelegenen, trockenen Regionen von der Erde aus beobachten, zum Beispiel auf dem Mount Graham in Arizona. Dort ist das MPE zusammen mit anderen deutschen Forschungsinstituten an einem der derzeit größten Teleskope, dem Large Binocular Telescope, beteiligt. Für dieses in der Testphase befindliche Teleskop wird momentan Lucifer entwickelt. Eine Kombination aus Nahinfrarotkamera und Spektrograph für den Spektralbereich von 1 bis 2,5 Mikrometer. Am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik wird dafür eine Multi-Objekt-Spektroskopie-Einheit mit Spaltmasken gefertigt. Diese Masken werden für jede Beobachtung individuell angefertigt und müssen daher austauschbar sein. Ein Roboter transportiert jeweils eine Maske vom Magazin zur Fokaleinheit. Eine Klemmvorrichtung in der Fokalebene von Lucifer fixiert die Maske mit einer Genauigkeit von etwa 10 Mikrometer. Die Multi-Objekt-Einheit befindet sich zusammen mit den anderen Komponenten von Lucifer in einem Kryostaten, damit sie im Vakuum auf ca. 70 Grad Kelvin abgekühlt werden kann. Um zu vermeiden, dass der Kryostat für einen Magazinwechsel aufgewärmt, geöffnet und wieder abgekühlt werden muss, eine Prozedur, die ca. 2 Wochen in Anspruch nimmt, wurden 2 Hilfskryostaten gebaut. Damit kann man den Magazinwechsel im kalten Zustand durchführen. In der mechanischen Entwicklungsabteilung werden neue Konzepte entwickelt und mit numerischen Methoden Eigenfrequenzen, Festigkeits- und Thermalanalysen durchgeführt. Die Herausforderungen bei der Entwicklung ergeben sich aus den oft extremen Anforderungen an die Reinheit, den Vibrationsbelastungen beim Raketenstart oder dem Betrieb der Instrumente im Vakuum bei Temperaturen bis in der Nähe des absoluten Nullpunktes. Für die Qualitätssicherung steht der Entwicklungsabteilung ein Testlabor zur Durchführung von Umweltsimulationstests zur Verfügung. Auf einer Vibrationstestanlage können die Auswirkungen der Vibrationsbelastung beim Raketenstart untersucht werden. Mit Hilfe von einer Klima- und einer Thermalvakuumkammer wird das Verhalten der Instrumente bei extremen Temperaturen und im Vakuum geprüft. Thank you.
Die feinmechanische Werkstatt ist mit mehreren Fräs- und Drehmaschinen ausgestattet. Ein hochmodernes Bearbeitungszentrum ermöglicht die Fünffach-Simultanbearbeitung von komplizierten Teilen. Hier kann in einem Arbeitsgang das Werkstück von verschiedenen Seiten auf eine Genauigkeit von 10 Mikrometern bearbeitet werden. 3D-Daten aus der Entwicklungsabteilung können direkt für die Fertigungsplanung übernommen werden. Neben der feinmechanischen Werkstatt verfügt das MPE auch über eine Schlosserei. Hier werden zum Beispiel Sondermetalle geschweißt und Bleche bearbeitet. Alle Klebearbeiten und das Bearbeiten von speziellen Werkstoffen, zum Beispiel der Hightech-Isolationsfolien, erfolgen im hauseigenen Kunststofflabor. Für alle Holzarbeiten steht die hauseigene Schreinerei zur Verfügung. Hier werden Modelle von Instrumenten und Transportverpackungen gefertigt. Damit es auch in Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte gibt, betreibt das MPE eine eigene Lehrwerkstatt, in der junge Leute zum Industriemechaniker ausgebildet werden oder ein Fach- bzw. ein Orientierungspraktikum machen können. Derzeit wird in den Labors des MPE die weltweit größte und sensitivste Kombination von einer Ferninfrarotkamera und einem Spektrographen getestet. PAX ist ein Teil des Herschel Space Observatory, der ESA, das mit einem Spiegeldurchmesser von 3,5 Meter das größte Weltraumteleskop im optischen und Infrarotbereich sein wird.